Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim. Ja, wo meine Lichttante wieder abgeblieben ist, ich weiß es nicht. Aber so können wir wenigstens mal den roten Schimmer bewundern. Ja, den soll angeblich die Du bist ganz eine Eigenartige. Habt ihr etwas gehört? Alle hinter diesem einen Mann her. Okay. Die wollten Riegel beklauen. Na, was steht da? But she is dumb as a mammoth, body like hair, one two. I like to. Ja, müsst ihr entschuldigen. Ist Samstagmorgen 6 Uhr früh. Wer jetzt denkt, boah, steht der früh aus? Nee, ich habe ausgeschlafen. Dieses Neonlicht, ne? Ernsthaft? Jetzt ist alles. Na gut. Jo. Sehen alle ziemlich tot aus. Boah.
Dieser eine neue Zauber, den ich da habe, ne, der will mir gar nicht aus dem Kopf gehen. Also der macht Experten, Schlösser instant auf. Also bis zu Expertenschloss, ne? Ich denke, du kannst wahrscheinlich nur Novizenschlösser, ne? Also nur Meisterschlösser müsstest du dann nur noch brechen. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, wo ich den her habe. Weil der wird ja dann Sinn machen für... einen, der ganz frisch ist und... nicht hier über... ich weiß gar nicht mehr, ich habe gar nicht mehr geguckt, wie viele Dietrich ich habe. Oh. Unter 400. Und ich frage mich, ob... lassen wir die Spielchen. Das hätten wir geschafft. Schon. Kopf ab. Danke. Also dieser komische Rüstwert-Cap, ne, das kommt ja dadurch zustande, dass man halt maximal 80% des physischen Schadens blocken kann. Ne? Deswegen, egal wie hoch euer Rüstwert ist, müsst ihr euch ja vorstellen, sonst könntet ihr ja irgendwann euren Rüstwert bis ins Unermessliche treiben. Dann wird ja gar nichts mehr ankommen. Aber es kommt immer irgendwie Schaden an bei euch. So, und wir haben doch jetzt hier diesen... das ist aber... ist aber alles verschlossen, wa? Habe ich auch noch nie erlebt. Eine Falle und noch verschlossen. Da nehme ich auch alles mit jetzt. Keks und Diamant. Lederstiefel, kannst behalten. Stein von Barrenzier. Der letzte. Zack. Alle Steine zusammen. Also hier der Drachenhaut. Der Zauberer ignoriert für 30 Sekunden 80% des erlittenen physischen Schadens. Aber das ist ein Meisterzauber, ne? Guck mal, der saugt. Und jetzt nur 30 Sekunden.
Und genau das frage ich mich, ne? Weil ich habe ja jetzt eine Rüstung, die 80% des erlittenen Schadens blockt. Und die Drachenhaut habe ich auch noch. Und da frage ich mich doch, ob das so ein bisschen stackt. Hallo? Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Wisst ihr was? Ja! Ich steche euch in den Rücken. Genug! Sorry. Ich kann euch wesentlich leichter ausrauben. Meine Ver... Ich hasse eure Wegrennerei, ne? Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Ich bringe euch unter die Erde. Reicht jetzt hier. Glasaxt der Feuersbrunst. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Weil die Pisser immer hier durchdrehen. Was haben wir denn da? Gift. Warnung. Ihr seid alle gewarnt, nicht in meine Schatzkammer einzubrechen. Aber Roras dachte, das wäre nicht ernst gemeint. Nun ist er tot. Oder ja, doch, er. Ihr hattet alle euren Anteil. Und wenn ich einen von euch Kackeleckern dabei erwische, wie er nochmal versucht, da einzubrechen, lasse ich ihn nicht von den Fallen töten, sondern ich mach's selbst. Regelstark arm.
dann können wir schon. Also hat Raw es wirklich probiert. Tja. Ich weiß, ich hab die alle, ne, aber... Ich mag's nicht, die Bücher hier zurückzulassen. Die Wolfskönigin. Was ist das? Sendschreiben des Vaters. Bei den neuen Riegel, denkt nochmal darüber nach, was ihr da tut. Es ist mir egal, ob ihr ein paar Khajiit-Händler in Skomarausch umbringt. Die haben in Himmelsrand ohnehin nichts zu suchen. Aber denkt doch wirklich mal darüber nach, was ihr da tut. Es gibt da draußen ganze Armeen, die miteinander kämpfen und die müssen zwangsläufig gelegentlich über die Straßen marschieren. Die merken es doch, wenn auf einmal Händler verschwinden. Und wo ich gerade dabei bin, warum schließt ihr euch nicht einer der Armeen an? Ich habe es aufgegeben, euch mit dem Sohn irgendeines Händlers zu verheiraten. Denn ihr habt das Gesicht eines Skivers. Aber das heißt nicht, dass ihr nicht einen neuen Helm aufsetzen und Arbeit als Soldat finden könntet. Setzt eure kräftigen Arme ein, Mädchen. Und hört auf mich, mir dauernd Geld zu schicken. Ich brauche eure Almosen nicht, Vater. Ja, ist wahrscheinlich eine Abkürzung für Vater. Also da ist dann, ja, was wollt ihr von mir? Ihr habt mir doch gesagt, dass das Einzige, was ich kann, ist eine Axt zu schwingen. Aber die Sturmmäntel zahlen scheiße. Und ja, diese drecksaugenden Imperialen, für die kämpfe ich nicht. Sie hat ein gutes Ding am Laufen. Ihr ist es scheißegal, was ihr Vater darüber denkt. Und er soll aufhören, das Geld zurückzuschicken. Das haben wir da schon. Ach so. Riegel, bist du denn wirklich so hässlich? Ja, das Problem ist, ich hätte jetzt gerne wiederbelebt. So hässlich ist sie gar nicht. Aber ich habe ja schon ihre Rüstung ausgezogen. Ja, dann nicht, ne? Hier will mich doch einer locken. Mit Kohle.
Ich hab nichts gehört. Alter! Ich dachte schon, ich bin safe. Mich fett, die hat aber hier wirklich befallen. Das war ein Versehen, ich wollte springen. Noch ein. Da. Curious Silver Mold. Silbergussform. So und so sahen früher halt Schätze bei Skyrim aus. Einzelne Goldmünzen dahin geworfen. Deswegen, da sag ich, finde ich gut, wie sie es jetzt gemacht haben. So, und habe ich gestern nochmal nachgelesen, ne? Weil mir dazu echt so spanisch davor kam mit den Diebesgildenaufträgen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, muss man jeden dieser Zusatzaufträge 5-mal in jeder Stadt machen. So, und da könnte es natürlich sein, da kann es natürlich sein, dass ja halt noch dieser eine spezielle Auftrag dann fehlt. In einer dieser gewissen Städte, ne? Weil das weiß ich nicht. Ich habe auch über Bugs gelesen, die da auftauchen, aber ich denke nicht, dass wir schon so einen Bug haben. Denn dann soll anstatt einer juwelenverzierten Flasche im Regal soll ein juwelenverzierter Krug auftauchen, der eigentlich erst ab 75 von diesen Aufträgen erscheinen sollte. Tja. Ach, guck mal hier. Haben wir oft genug jetzt. Dann lassen wir hängen. Sieht cool aus. Ja, lassen wir alles hier so. Schon wieder ein Bär hier. Was haben wir eigentlich vor?
Ich denke, wir hauen uns erstmal aufs Ohr. Na, Ratte. Achso, hier habe ich die Folterinstrumente habe ich da reingepackt. Perfekt. 10 Uhr abends. 8 Uhr morgens raus. Ehre sei mit euch, mein Tane. Mit dir aber auch. Wohin soll's gehen? Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Jetzt. Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Besseres Wetter gibt es nicht. Besseres Wetter gibt es nicht. Haut da einfach so raus. Sie ist am Jammern. Ist so hell. Lasst uns etwas schneller gehen. Die Sonne, sie tut meiner Haut nicht gerade gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Hier steht der fiese Gaul. Habt ihr in den Eure Haut ist schneeweiß. Fürchtet ihr euch etwa vor dem Natürlich. Natürlich. Macht den weg. Schwer für die Zukunft arbeiten. Natürlich. Macht die drauf. Wenn ihr unterwegs nach Einsamkeit seid, solltet ihr zwischendurch mal die Aussicht genießen. Es lohnt sich. Ich kümmere mich um die Pferde, um die Ziegen, um die Hühner und den Garten. Die Aussicht? Ja. Aussicht ist fett. Soll das heißen? Ich bin heute ein bisschen faul. Ich reite auch bis zum Schatttor. So. Wo müssen wir als erstes... Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Die Göttlichen? Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Die hat wenigstens nur ein Lehrlingsschloss. Ich hab nichts gemacht. Ich schwör. Ich
muss man sich immer beeilen, bevor die angerannt kommt. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich muss mich um alle möglichen Botengänge kümmern. Ja, mach. Feel free. So, was haben wir noch hier? Warum ist denn der eine? Achso, den habe ich gar nicht angemacht. Ja, gut. Gut. Ich habe da Angst, dass ich gleich angequatscht werde. In meinem Amt als Dekan für Geschichte betreue ich einen weit gefächerten Themenbereich. Ich unterrichte Poesie, das Schreiben, Geschichte und die feineren Aspekte des Lebens. Hör mal. In was für einer Faszination. Ihr wisst bereits alles, was ich weiß. Ich sollte mich wohl wieder meinen Papieren zuwenden. Ist das euer Haustier, Papa? Sieht ganz schön furchterregend aus. Was, wieso? Das ist ein ganz witziges Kerlchen. Ich dachte schon, die haben jetzt alles abgeriegelt. Ja? Sure. Der Segen der acht Götter sei mit euch. Wie kann ich euch helfen? Noch gar nicht, glaube ich. Ihr braucht etwas? Den Mann da vorne beklauen. Taschendiebstahl 99. Also irgendwie in den Fußstapfen der göttlichen Wandel. Muss man nur ein, zwei Taschendiebstähle machen? Ihr seht aus, als hättet ihr Kummer. Für Delvin und schon hat man wieder so ein Level-Up. So, was haben wir denn jetzt hier? Den sollen wir zurückbringen, den sollen wir zurückbringen, den sollen wir sowieso zurückbringen. Melde dich bei Kommandant Wilkas. Ja, den kapiere ich nicht. Sammle die übrig gebliebene Beute ein. Ja. Wir haben zweimal den Turm durchsucht. Ich weiß es nicht. Finde Hinweise über Tor. Als Verbleib, okay. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn wir im Weißlauf sind. Wo ist die Echse? Nicht in der Nähe. Das machen wir auch nächstes Mal, wenn wir im Weißlauf sind. Kein Schrein in der Nähe. Alle Dude. Eines nicht allzu fernen Tages werdet ihr alle eine richtige Schlacht schlagen. Und was ihr hier und heute tut, könnt ihr euch dann das Leben retten. Sind wir mal ein bisschen makaber drauf.
Ich bedanke mich fürs Zusehen. Heute mal ein bisschen früher Schluss machen. Aber das geht nun mal nicht. Ne? Ich kann nicht den letzten Stein von Barrencia und hier die Aktion des Feinschmeckers in eine Folge einpacken. Dann weiß ich nicht, wie ich sie nennen soll. Deswegen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ihr könnt ja einfach weiter gucken. Ich wünsche euch was.